Heute gibt es den Wetterschnack mal fast ohne Kommentar. Gleich zwei Ereignisse im Amt buhlten um Gäste, Teilnehmer und Zuschauer. Da war zunächst das Vogelschießen im Nordhofer Ortsteil Thienbüttel. Mit klingendem Spiel ging es durch die geschmückten Straßen hoch und wieder runter. Aber hören und sehen Sie selbst. Ja, und das zweite große Ereignis, das fand in Detken statt. Die Feuerwehren des Bezirks hatten zu Wettkämpfen, zum Umzug durch das Dorf und am Abend zum Tanz eingeladen. Aber auch hier sehen Sie selbst. Die Bäume sprengen. Boah, hat funktioniert. Wir haben eine vernünftige Übung gebracht, alles andere ist mir scheißegal. Am Schluss noch das Wetter. Heute ist es überwiegend recht freundlich bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Erst gegen Abend nehmen von Westen her die Wolken langsam zu und die könnten etwas Regen im Gepäck haben. Meist bleibt es aber trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen 19 bis 21 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind aus westlicher Richtung. Ja, und in Detken, da wird man wohl noch recht lange und ordentlich bei flotter Musik gefeiert haben. Ihnen allen einen schönen Tag. Und wenn Sie mögen, dann schauen Sie morgen wieder rein. In diesem Sinne, tschüss und ciao.